Der 12. Braker Schneeflöckchenmarkt ist am Donnerstag eröffnet worden. Das Programm des Weihnachtsmarktes, dessen Pforten bis Sonntag geöffnet haben, ist wieder umfangreich. So gibt es Stände mit Kunsthandwerk, an einem Stand verkaufen Landfrauen Plätzchen für die NWZ-Weihnachtsaktion, Kinder können Geschenke aus Holz basteln. Auf der Festbühne finden mehrere Auftritte von Musikgruppen statt. Mitglieder des Kriseninterventionsteams Wesermarsch lesen Märchen vor. Am 20. Dezember endet der Schneeflöckchenmarkt.